Ja, mal chillig, locker chillig noch einen Papierflieger losschicken, ne? Ja, der will also wirklich. Was? Wer macht denn sowas? Ah, fuck. Alter, das habe ich gesehen. Sind jetzt mal alle hier? Nee. Nee, Andi. Ja, man muss Peter nicht. Wegen der Sachen drum geworden. Ah. Aber ihr könnt joinen, oder? Vor allem haben wir beide einen Papierflieger losgeschickt, Pascal. Ja, ja. Direkt am Anfang der Runde losgeschickt. Ja gut, dann am Anfang, Alter. Hallo, nett, dann war der Mist gerade unterwegs, weil ich bin nämlich, als die Runde vorbei war, durch den gestorben. Hier kommt der Willkommensstick. Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von TTT mit allen Leuten gleich. Hallo, ja! Wenn sie es mal geschafft haben zu joinen. Ich sag nichts. Wir sind jetzt alles dabei. Ah, Peter und Andi sind Spectator, der Rest ist da. Und ich bin mal... Oh, der Andi, ja stimmt, genau. Also wir sind alle versammelt. Versammelt? Ja, ja. Es wird also wieder chaotisch. Stemmelknödel. Bumsvogel, nee. Was? Vogelficker. Vogelficker, Bumsklumpen. Bumsklumpen, genau. Vogelficker. Hey! 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 Aha! Wer war das? Ich hab ein Pass zerschossen. Bah. Oh. Ja. Oh, das sah aus wie ein Tier, ist egal. Peter, hier im, du hörst mich ja wenigstens, aber hier im Raum sind neue PCs. Die kannst du bestimmt, da kannst du bestimmt dann mitnehmen. Alter. Ich habe Dinge gehört. Ja, das hab ich auch gehört. Ich hab nichts gehört. Ich nehme ja auch einen hiervon mit. Also wenn das irgendwas Neues war, dann war es mit Sicherheit Pascal. Ich hab was Kratzen gehört, aber das kann es doch nicht gewesen sein, oder? Nein, das hat sich angehört wie ein Löwe oder Tiger oder so. Ah, ah doch, ja. Dann das klang bei mir so wie so ein Kratzen. Ja, ja. Okay, dann habe ich. Alter! Gehört. Also ich tippe dann einfach mal auf Pascal, weil der die ganzen neuen Sachen kennt. Ja, ja, das oder stimmt. Ist eine Traitor-Falle. Guck mal, hier ist ein Vieh. Also wir, wir haben hier neue Sachen, der Peter hat neue Sachen hinzugefügt. Skins und Waffen, der hat auch wieder jetzt hab ich's auch gehört. Super Crowbar. Hier ist ein Vieh. Wo? Ach, da hinten. Wo denn? Wir müssen hier, wo ich stehe. Bei der, was ist denn das? Hier? Lol, das sieht aus wie von Starship Troopers. Ich will das auch sehen. Da. Ich will es töten! Ich kenne es nicht, ich will es töten! Ey! Ich glaube, das geht nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Ich weiß, dass das war. Ja, das habe ich auch gemerkt. Das war ein One-Hit anscheinend. Das ist unsterblich. Huch! Jetzt bin ich ins Wasser gelaufen. Aber es blutet doch, oder? Es schleimt, ja. So, wer von euch Schwein war das? Gebt es doch einfach zu. Also eine Traitor-Falle ist es glaube ich nicht, weil ich meine, hier war überhaupt nichts auf der Map. Ich habe eben auch keine Hand gesehen. Und dann ist es eine Traitor-Waffe. Das wissen ja jetzt eigentlich nur Peter und Pascal. Eben, genau meine Rede. Das ist ja der Nachteil, wenn man das hinzufügt. Muss man das eigentlich auch so kommunizieren. Peter ist ja tot. Eigentlich sollte man da mal eine Vorstellungsrunde machen, dass alle das kennenlernen. Karl, was hast du dazu zu sagen? Soll ich dazu sagen? Ja, ist, der ist bestimmt irgendwas. Was? Der Pascal sagt nichts. Ich red doch die ganze Zeit. Nein, ich höre aber nichts. Ja, aber das hast du doch gerade gehört. Ja, ganz leise. Wie ist das cool? Warte, hä? Aber ich habe mich das eigentlich über die Map laufen? Jetzt höre ich dich normal. Wow, jetzt weiß ich, was mit dem Teil ist. Was das ist mit dem Teil? Ich in den Zug gebackt. Und deswegen bewegt es sich nicht. Das eine Bein ist da nämlich ein bisschen drin. Oh. Ja. Meine, lass es hat es nicht, hat es seine Beinchen da verfangen? Oh, wir müssen ihm helfen. Was macht es eigentlich? Kann es schießen? Es hat sich zu mir rumgedreht! Ja, aber mehr macht es irgendwie nicht. Aua, ich werde angeschossen. Es dreht sich nur rum. Von wem? Scharfschütze oder so. Ja, es backt da drin rum. Ich muss zugeben, ich sehe nur dich, aber du schießt nicht. Nicht, dass ich es gesehen hätte. Pascal ist es, glaube ich. Er hat gerade geschossen. Nein. Du hast gerade geschossen. Jo, Pascal ist es. Jetzt wird er beschossen. Der steht da hinten ganz rechts bei den Zügen. Nein. Sicher, dass du es bist, dass er es ist? Nein! Ja, nicht. 100%. Er kommt auf mich zu! Ich kann nichts tun! Meine Waffe ist zu schlecht! Er ist tot. Mal gucken, ist er ein Boom-Buddy? Ne, er war Trader. Da läuft noch jemand. Ah, da! What dann ist es wahrscheinlich fuck? Alex, oder? Ja, Alex ist noch dabei. Stefan! Stefan!
Ich höre Geboom. Stefan. Okay. Hallo, Alex. Was? Wo? Na, da hinten. Ach, da. Hallo. Wer ist das? Alex war völlig überrascht von dem, was sie gemacht hat. Die ballert Alter, auf mich zu und sagt so, what the fuck? Ja, auf einmal fliegt ein Teil. Was? Also, das sah so geil aus, was Alex gemacht hat. Die kam dann wie so eine Superheldin in den Stefan reingeballert. Ja, und dann war ich auf einmal tot, aber doch nicht tot. Was war denn das? Ich glaube, das war diese Eagle-Gun, die der Peter reingeballert hat. Die ist ganz witzig. Okay, Leute, also, Peter und Andi sind es. Ich bin die Detective. Ja. Die sind neu gejoint, die müssen es sein. Ja. Die sind es ja eh immer. Also, ich bin in dem, aber es ist so wichtig, wie ich hier gerade gezeigt habe. Ach du Scheiße, ja, beim Peter, der hat alle 5 Sekunden ein Bild. Oh. Ach du Scheiße. Bad. Der hat mir das gerade gezeigt, das sieht übel aus. Oh. Wie ist das an der Map? Wie ist das an der Map oder jetzt? Gestern lief alles super. Ja, wir haben das gestern hier auf der Map getestet und das lief bei dem super flüssig. Aber jetzt. Dann ist es, glaube ich, weil hier auch so viele Leute drauf sind und halt sein Endgerät auch mies ist. Das Ding hat nur einen Schuss. Ah, was nur einen Schuss? Was zur Hölle? Was soll das? Wer hat diese scheiß Brandgranate geworfen? Ich weiß nicht. Welches Ding hat nur einen Schuss? Achso, du bist jetzt. Die geht bei mir auch nicht auf der Waffe. Bedtime Mode heißt das. Ah. Bedtime Mode. Ich glaube, damit musst du auf jemanden schießen. Granate. Aber nicht auf mich. Schieße auf deinen Freund. Wenn ich das austeile, kommen halt nur Fäuste. Das ist schon wieder das Vieh. Okay. Bedtime Mode. Immer da? Ja, ehrlich. Weiß ich nicht. Vielleicht gehört das ja wirklich zur Map. Wo ist das Vieh? Jetzt ist es auch wieder da. Das Vieh ist eine Traitor. Das Vieh ist eine Traitor-Waffe. Okay. Ja, das Vieh, das große Käfervieh ist eine Traitor-Waffe, die sowohl Tracer als auch Innocenter angreift. Oh, Peter, der bewegt sich. Alter, okay. Ist jetzt zum Töten? Töten ist schwer, habe ich nicht geschafft gestern, als ich drauf geschossen habe. Okay. Also, ich war. War das Vieh jetzt? Ding? Ich laufe irgendwohin. Ja, Peter, du leckst dir durch die Gegend. Alter! Wie eben, ey. Alter! Das hat Aua gemacht. Was ist denn passiert? Schien. Hast du mal geschoben? Was? Was passiert? Ah, da wieder, oder? Nee. Lauft ihr alle zu nah an das Vieh ran, oder was? Ja, sieht so aus. Jemand hat was gesagt. Ich hab hier irgendwas. Ja, ich hab was sprechen hören. Alter. Sag, wo ist er ist! Ey, das kann doch jetzt nicht wahr. Diese Schweine, Sabu. Ich hab sie gemacht. Hat sie was Interessantes gedroppt? Hat sie was in der Hosentasche, was man verwenden kann? Ich glaub nicht. Ich Wie viele sind wir denn jetzt noch? Wo kann man nochmal nachladen? Also, 2 Leute sind noch da. Ich bin Innocent. Und 2 weitere Leute. Und Alex ist ja. Ich bin Detective. Also ich halte mich an der Alex, damit ich einen Zeugen habe. alles klar. Also im Prinzip müssen sie ja dann... Ne, noch ein weiterer. Aber es lebt ja noch ein anderer, oder ist noch nicht bestätigt? Wir müssen die andere Leiche bestätigen, damit wir wissen, wer das ist. Der Kevin und der andere Andy fehlen noch. Einer von den beiden ist tot. Ja, die Leiche liegt halt da vorne an dem Viech, ne? Kommt mal da. Ah, ich muss die Leiche gar nicht bestätigen. Es ist Kevin. Oh, hast ihn gefunden? Ja, der ist auf der anderen Seite. Ach, ich probier mal. Du lügst. Probier mal das. Ich will gegessen werden. Iss mich. Ja. Iss mich. Ja. Ja. Aber warum bewegt sich das Teil denn nicht? Oh, jetzt ist es tot. Ach, wer hat denn da einen Sektkorken knallen lassen? Ja, ja! kurze Frage, was haltet ihr davon, wenn wir mal ausprobieren, den Peter hosten zu lassen? Vielleicht. Ja. Das Hosten hatte nichts mit dem Laptop zu tun. Vielleicht läuft es bei Ihnen dann flüssiger.
Ja, wegen ja, gut, das kann natürlich aber, auch. Aber danach. Ja, okay, ja, dann ja. Machen wir das gleich. Was hattet ihr gerade mit Korken? Ja, hat's geklungen. Ja, irgendwann hat's auch gehört. Hat's geklungen, als hätte jemand einen Sektkorken knallen lassen. Ja. Ja, ich hab gerade eine Flasche aufgemacht. Ja, das war der Jägermeister. Also, ne, mich könnt ihr ruhig bis zum Ende überleben lassen, weil ich kann nicht meine Waffe wechseln. Ne, will ich aber nicht. Alter. Wer ist das hier? Leute, ich bin Detective. Okay, der ist schon mal ungefährlich, das ist gut. Andi, was? Der ist Detective. Ja, ich bin Detective, das heißt nicht, dass ich ungefährlich bin. Wow. Ach, Mann. Könnt ihr mal aufhören, andauernd dieses Käfervieh freizulassen? Schon wieder da? Ja. Ja, das steht hier hin. Aber ich glaube, diesmal bewegt es sich auch. Kommt das da immer hin? Automatisch oder schmeißt das immer jemand dahin? Das schmeißt ihr, das ist eine Traitor-Waffe. Also schmeißt ihr das immer an die gleiche Stelle quasi. Also gehört das nicht zur Map, sondern man muss das auswählen, ja? Ja, also was ist da jetzt an einer anderen Stelle? Ja, nee, nicht weit entfernt. Da hinten. Aber bewegt sich das jetzt auch? Ah, es bewegt sich wirklich! Das hat also jetzt bewegt es sich. Hat es jemanden gegessen? Okay. Ja, es hört sich an wie Scully, wenn er spielt. Oh mein Gott. Ja, stimmt. Wenn du ihn anschießt, dann rennt er auf dich zu. Wo ist der denn? Der Wengeling. Da wieder. Ja, der steht da hinten. Ich wollte nur das Ding sehen. Ich bin kein Ding! Okay, ich hätte gerade beinahe Andi erschossen. Diese komischen Geräusche, ich weiß nicht, ob jetzt jemand stirbt oder nicht. Nein! Da fliegt was. Was ist das? Das hat Sabo voll weggekickt. Ah ja, ich hab's gesehen. Aber es macht gar nicht so viel Schaden, ne? Das hat nicht weggetötet. Das macht 20 pro Hit. Ja, 20. Ja, das geht ja dann sogar. Ja. Sabrina jetzt noch oder nicht? Ja, ich sehe noch. Ja, die lebt noch, die steht da hinten rum. Okay, weil ich habe was fliegen sehen, ich dachte Sabrina wäre das. Ja, das war auch Sabrina. Nein, das ist richtig hochgeflogen, das hätte niemand überleben können. Doch. Das war ich. Die war volles Leben und dann war sie gelb. Richtig ganz nach oben in den Himmel? Nein. Achso, ja. Ganz nach oben in den Himmel? Hört mir doch mal zu, Leute. Der hat die nur weggehauen. Ja. Das Vieh ist ja irgendwie inkompetent, kann das sein? Wer? Ja, dann nehmt die Ding. Achso, ja. Das ist schlecht für das Ding. Ja, ich glaube auch. Zu viele Gegenstände. Auf Rooftops ist die gewiss besser. Da fällt es ständig runter. Nee, das ist das Spawn. Ey, du Flicker, irgendwer zielt wieder auf mich. Warst du das? Nein. Oh. Irgendwer hat auf mich geschossen. Ach du Scheiße. Es rennt dem Andi hinterher. Ui. Ui. Gibt's noch? Ja. Warte mal, kann man das vielleicht? Also eben ist, nach der Runde habe ich es abgeschossen, dann ist es gestorben. Ich weiß nicht, ob das deswegen gestorben ist, weil die Runde vorbei war oder. Okay, ich habe gerade mal diese Fässer daneben explodieren lassen, aber es hat mich nur dumm angeguckt. Aber es hat doch gar keine Augen. Was ist das da hinten? Ist das? Das ist doch immer gewesen. Wie man sich jetzt hier mit dem Vieh beschäftigt hat. Ja. Ja, und in der Zeit ist der Traitor zum Beispiel ich wüsste schon wen vielleicht. Ja. Wen denn? Wow, geh weg! Oh. Ich glaube, das ist der Alex. Das ist gegen zwischendurch hat der Traitor mich nämlich auch angeschossen. Der Alex ist nämlich ganz leise und wuselt hier rum und bleibt manchmal stehen. Mhm. Und sagt auch nichts. Alex steht doch da. Alex, ja. Ja. Du sagst ja schon, dass, du weißt schon, dass das kein Indiz ist, wenn ich nichts sage. Ja. Voll laut, das ich habe es erlegt, das Vieh. Geil! Ich sag euch, die Alex ist einer von den Trailern. Ich sag euch. Ich sag der Stefan ist der andere. Wieder. Ich sag euch, hat mich jemand angetötet hat. Wow. Leute, ich sag euch, ich bin Detective. Nee, da glaube ich. Bist du dir da sicher? Ja, das weiß ich, weil ich bin blau. Ernsthaft? Ist wieder gesoffen. Der ist blau, der hat gesoffen. Alex. Vielleicht ein Grund, aber kein Hindernis. Hoppa. Ja, okay, das ist der Detective. Ich will die Leiche sehen. Leiche. Ist das hier eine Treppe? Leiche. Ich muss aber sagen, die Map ist nicht so schön. Ja? Sie ist recht übersichtlich. Kannst du da durchlaufen? Übersichtlich und aber so auch vom Design so, also vom Setting her mag ich das nicht. Bitte nicht töten, ich putze mir die Nase. Sagt er so. Wenn mich jemand tötet, ich kann unten links lesen, wer mich getötet hat. Ich lese es vor, wenn ihr mich tötet, wenn ich mich lese. Was? So. Du willst ein Verräter sein? Ja. Ich bin übrigens nicht mehr am Namen. So, wer ist eigentlich jetzt schon jemand gestorben oder leben wir noch alle? Ich hab einen Peter gefunden.
vor. Warte mal, du hast Peter gefunden? Ja. Der steht hier rum. Ja. Achso, ah. Ich habe gedacht, da ist Peter tot gefunden. Nee. Dachte ich auch. Ich dachte auch kurz, was? Alles du sagst nichts. Interessant. Da hinten ist jemand. Ist eigentlich noch irgendwas? Zibbel. Und der Peter. Und der Alex. Stefan. Das ist keine gute Kombi. Aua! Jemand hat mich angeschossen. Ja, ich weiß nicht. Kevin hast schießt, Kevin schießt. Das was? Könnte dann was? Pascal gewesen sein. Ist das ein Flammenwerfer? Ich kenne mal einen Flammenwerfer rum. Mit meinem ja, Raketenstick. Kevin hat mich angeschossen. Ich glaube, ich habe gerade einen Traitor erschossen. Okay. Ich weiß nicht, wer es war, aber ich habe einen Traitor gekillt. Wer hat mich denn angeschossen? Ich hab's geschafft, mich um 90 Grad zu drehen. Okay, ich geh weiter geradeaus. Andi, mach doch mal deinen Detective Job. Achso. Kevin war's. Ich hab Kevin gekillt. Okay, gut. Dann bist du für mich dann doch safe. Dann ist es die Alex. Die ist die andere. Warum? Oder du bist. Nee, ich bin's ja nicht. Also ich würde auf Stefan gehen, ohne Witz. Ja, du bist auch nicht. Aber Stefan. Das Ding ist ja, jetzt sind ja ganz viele Leute hier und jetzt ist die Wahrscheinlichkeit sowas von low, dass ich Trader bin. Ich habe eine Leiche gefunden. Warte. Aber ihr werdet es noch sehen. Ihr werdet es noch sehen. Ich habe eine Leiche gefunden. Ich kann sie nur nicht confirmen. Warte, ich liegen zwei Leichen. Warte. War das Sabrina? Ja. Hab ich geschafft? Nee, ich war's. Oh verdammt, nee, taus. Echt? Oh ja, stimmt. Komisch. Warte, ich gehe jetzt da hinten rüber. Warte. Hä? Also Alex, du hast noch eine Minute. Oder ein bisschen mehr. Stefan. Echt, du musst mich auch noch finden. Ich verstecke mich super. Warte, ich gehe jetzt irgendwo in eine andere Ecke. Der Pascal ist es nett, der hat einen Trader umgebracht. Ich bin's auch nicht. Der Peter ist nicht dazu in der Lage im Moment. Alle anderen sind tot. Das wir ganz klar hören sagen. Ne? Ah, ich höre Schritte. Nicht töten. Nicht töten. Okay. Ja, das war ich, glaube ich. Ich war hinter dir. Ja gut, dein Name ploppt bei mir auch nicht auf, wenn ich es mal schaffe, meinen Cursor in deine Richtung zu drehen. Und weg. So, wieder 90 Grad gedreht. Hallo Alex, nein. Hallo. Geh weg. Nicht in meine Richtung kommen. Wieso nicht? Nein. Warte, ich gehe sie verprügeln. Ich gehe sie verprügeln. Ich hab Angst. Ich häng fest. Ihr sind wirklich, ich sag's doch, Alter. Ach, Mann. Ich lauf weg. Ich bin auch einfach nur so wegpackt. Ich seh nichts. Ich lauf weg. Hüpfen, hüpfen, das verwirrt. Hüpfen. Verdammt, sah gut aus. Ich hab's doch gesagt. Ich hab's doch gesagt. Aber du hast die Dete gekillt. Absoluter Carry im Game, war's geil, Alter. MVP im Traitor-Game. Ich hab da hinten nur jemanden mit dem Flammenwerfer gesehen, der jemand anderen abfackelt. Und ich hab doch gesagt, Kevin ist es, ne? Da dachte doch so Kevin, so nachdem ich den Flammenwerfer abgeschossen hab, der so, ist das ein Flammenwerfer? Ich so, ja, den hab ich geholt. Und dann so, ich sehe da einen mit dem Flammenwerfer, da sag ich noch so, ja, das bin ich. Es war ja eigentlich schon klar, dass ich Detective bin, das haben wir ja eben auch erst schon gesagt und du dann so, ja, was ich mit dem Flammenwerfer? Ach, ich hab Kevin der Schuss. Und dann liest du mich einfach um, Alter. Ja. Und ich denk mir einfach so, ja geil. Ich fand das richtig nice, ich war nämlich erst noch enttäuscht, weil ich Pascal, weil ich Andi nicht erwischt hatte und dann machst du den weg, das war wundervoll. Wundervoll. Ich hab wirklich gedacht, Alter Junge, was geht eigentlich ab? Aber ich kann es eigentlich sein, dass ich hier am längsten überlebe, ihr Flaschen. Trotzdem frage ich mich, warum auf dem Schild steht, dass es hier Trouble in Pedo-Time ist. In was? Pedo? Alter! Seid ihr behindert? Das war da oben auf dem Schild. Wer war das? Das geht ab. Wer hat die Fässer zum Explosion gemacht? Gerade. Du Stück Kevin Scheiße. Das tut mir leid. Alter, guck dir mal an, wie mein Kleid jetzt aussieht. Das ist total verrußt und verblutet. Ist es nicht, bei mir sieht alles nice aus. Das ist hübsch. Ja, alles nice aus. Naja,
Alter, ey. Ich habe trotzdem Angst. Wir sehen hier zu viele Leute. Okay, Kevin, magst du nicht, dass wir alle mitspielen? Die Map ist halt klein. Ich mach jetzt wieder die Lobby zu. Okay, ciao. Ich mach Einzelschlag auf. So. Alter. Wieso? Da ist eine Leiche. Oh. Okay, Peter ist tot. Ah, der Peter. Da oben, der Pascal, der ist am Fliegen, der Detective. Das ist schon fies, ja. Ausgerechnet Peter. Oh, ja. Das ist gemein. Das ist echt assi. Wirklich gemein. Das ist wirklich assi. Ich glaube, der Stefan war's. Der steht daneben nämlich rum. Ich hab den doch gefunden. Ja, stimmt. Der behauptet aber öfter mal, dass der Leichen findet, die ja kurz vorher erschossen hat. Du bist da die ganze Zeit oben rumgeflogen. Wenn du das nicht gesehen hast, dann hast du Scheiße da an. Ich war aber gerade bei Lexi, Andy und Kevin. Ja, dann bist du ein schlechter Detective. Ich kann ja nicht überall sein. Doch, wenn du so fliegst, hast du am meisten im Blick. Also, wieder hast du mich dabei gesehen oder nicht? Hallo, das ist so eine blöde Vermutung. Also ich sehe auf jeden Fall gerade 4 Stück aufeinander rumwuseln. Ja, das finde ich auch sehr... Echt? Wer ist denn der Fette und wo ist der Fette? Ich sehe nur 2! Deswegen, ich sehe auch nur 2 und Pascal da oben fliegen. Irgendwo. Also ich sehe 2, Sabu, Lexi und Flaschenlimo da hinten. Ja. Und ich bin hier drüben. Okay. Flaschenlimo setzt sich ein bisschen ab. Ach, da kommt Andi. Ich warte ehrlich gesagt auf einen Thomas oder einen Sarg. Also ich war hier gerade, als wir zusammen am Rumwuseln waren und dann habe ich kurz rumgestanden, um zu gucken, wo du bist. Und dann sind die anderen weggelaufen und dann heißt es auf einmal, ich habe mich abgesetzt? Die anderen haben sich dann abgesetzt. Also Pascal, das ist höchstverdächtig. Ich bin für eine Neuwahl des Detectives, des Sheriffs. Das wäre schon richtig assi, Alter, wenn der Detective gleichzeitig Traitor sein könnte. Gibt's bestimmt. Also ich dann würde dann irgendwann so ausarten, dass dann jeder automatisch den Detective erschießt. Ja, stimmt. Alter. Stefan ist am Schocken gewesen. Ich hab dir hinterher geguckt. Ich hab's gesehen, du bist still rum. Nur so nächstes Mal schieße ich auf dich. Ich will auf den Stein der Weisen. Achso, Kevin. Ja, das hab ich eben auch versucht. Ja, ich hab's geschärft. Kevin, falls du dich fragst, warum ich eben überhaupt den Flammenwerfer hatte, ich hab mir den Suitcase gekauft. Da kriegst du die random T-Waffe. Kevin hat die Taschenlampe. Ah, okay. Kevin hat den Flammenwerfer bekommen. Cool. Alter. Was meintet ihr gerade mit mir? Du hast die Taschenlampe an. Oh, wo mach ich die denn aus? Hast du aus der Sinn C gedrückt und hast auch auf F gedrückt, weil das ja direkt da drüber. Ja, ja. F für Flashlight. Nee, ich hatte auf R wegen Reload. Ich will auch mal auf. Wohin fahr ich denn? Belmont Station. Train Tickets. Ich will ja nichts verpetzen, ne? Aber Stefan verhält sich höchst verdächtig. Ja, der war auch so angepisst, als ich die Fässer neben ihm explodieren lassen habe. Also sonst bin ich angepisster. Du weißt, der ist dann immer nur angepisst, wenn er auch Traitor ist, ne? Ja, ja. Er will ja was reißen als Traitor, was ja angehittet schlechter geht. Oh, ich will also selbst nicht. Wenn das so wäre, ich reg mich immer auf, wenn ich einfach angeschossen werde. Aber noch mehr regst du dich auf, wenn du Traitor bist. Aber ich habe mich ja jetzt diesmal zum Beispiel gar nicht so heftig aufgeregt. Alter! Das stimmt. Du hast nicht direkt auf mich geschossen, um zu sagen, okay, wie gleicht das jetzt aus? Da habe ich fast drauf gewartet eigentlich. Das können wir ja gerne noch machen, Kevin. Nein, geh weg! Warum hast du Angst, dass du... Hast du Angst, dass ich dich töte, weil du Trader bist und dann nichts reißen kannst? Nein, ich habe Angst, dass du mich tötest, weil du mir gerade hinterherläufst. Was du lassen solltest, dann schieße ich auf dich. Ich rede nur mit dir, ich diskutiere mit dir. Nein, also ich würde ja sagen, Alex versteckt sich und zielt auf euch, aber ich sag das mal nicht. Ich würde sagen, da der Pascal jetzt nicht mal hier runter begibt. Aber es ist schön. Ich finde das eigentlich ganz in Ordnung, dass der da oben rumgeistert. Meinst du? Hi. Hallo. Hallo. Ich will auch sein. Du musst das ändern. Ja, genau. Geil. Da ist ein Flugzeug, ein Papierflugzeug, das kam von mir. Hallo. Okay. Hallo. Hi. Bitte töte mich nicht. Oder was? Andi, du bist da. Oh, guck mal. Da ist ein Papierflugzeug hinter mir. Hinter Andi, ja. Und kann man die abschießen, die Papierflieger? Ja, die kann man. Ich glaube, die kann man wegschießen. Ich glaube, der Stefan ist. Die kann man abschmieren, auf jeden Fall. Ich treff's nicht. Richtung, ne? Aus meiner. Was? Ah, ich hab Angst. Also, Alex und Stefan pimmeln da oben rum. Ach, ich pimmel hier unten.
Also in dem Moment. Ja, jetzt bimmelst du da, weil du gerade vom Dach gesprungen bist. Ich, hallo? Siehst du, wo ich bin? Ich bin hier! Okay. Ich bin hier auf der Straße! Was ist mit euch los? Also der muss von der anderen Seite gekommen sein. Und Sabo ist es, ne? Pascal und Hallo. Alex waren. Immer zu. Sabo ist es auf jeden Fall. Ja? Wer hat da gerade jemanden umgeschossen? Ich sage. Oh, du hast dich vom Flieger. Hast den einfach mal übersehen. Hallo! Hallo! Wer lebt denn jetzt eigentlich noch? Kevin! Ich weiß es nicht. Kevin ist es. Der ist Trader. Der ist Trader! Oh Gott! Bitte! Kevin! Oh, ich geh nicht zu der Fässer. Kevin! 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 Ah! Wo? Auf der anderen Seite der Gleisen! Das ist so eine Scheißwaffe. Ich hasse die. Da kann man nicht drüber fliegen, Alter. Den Fall trifft man nichts. Was ist das? Ich treffe auch nichts gerade. Oh, ich muss nachladen kurz. Warte, Kevin. Warte. Ich bin schwer behindert. Ja, Mann! Okay. Ja, das ist die Schnellfeuervariante. Ja, 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 die ist scheiße. Von Anfang an habe ich irgendwie gedacht, das war gut. Von Anfang an, das stimmt gar nicht. Konnte ich auf einmal darüber springen, lol. Ich wollte es nicht sagen, Mann. Ich bin erst an der Leiche vorbeigegangen und dachte, ich verrate mal nichts, aber dann würde ich mich verdächtig machen, wenn ich nichts sage. Hattest du gesagt, der Papierflieger kam aus meiner Richtung? Ja. Ich hab verstanden, ich kam aus deiner Richtung. Darum. Ich darf legal meine Katze haben! Wie kann man so ein räudiges Verhalten haben? Auch noch so, oh, der Peter abzuschießen ist ja gemein. Oh. Aber ich war's nicht. Kann man so räudig sein? Ich war's nicht. Du hast eine halbe Stunde an meiner Leiche gestanden, bevor du confirmed hast. Ja, ich musste überlegen, ob ich die jetzt confirm oder nicht, weil das würde mich verdächtig machen, wenn ich an der Leiche vorbeilaufe. Ich sagte halt auch noch so, Pascal, der kommt aus deiner Richtung. Ja, Pascal, aus deiner Richtung. Bei dir standen Sabrina und Alex. Ja, ich hab verstanden, der kam aus deiner Richtung, aus der anderen. Kurze Zeit später wurde Pascal umgenietet und ich hab dann Sabu abgeschossen, aber die hatte Second Chance. Echt? Ja. Nice. Sabu und ihr scheiß Second Chance. Ja, und dann ist Sabu zurückgekommen und hat sich gerecht. Ja, mein... Nein, ich war's. Ich war erst... Ich war erst da und hatte nochmal drauf geschossen. Achso, hä, die war bei mir hatte, gut, Alex. Hatte nochmal. Pasquali! Ja. Ich wollte mal den Namen sagen. Leute erschossen, also ich finde, Peter steht da sehr verdächtig rum. Willst du mich gerade verarschen? Geht das fair? Also, wenn der Andi nicht Dete ist, dann ist er. Andi, du bist ein richtiger Dete. Ja, ja! Dete. Ja. Dete. Hete, Dete. Ja, ja. Ich hasse das. Oh Mann. Ja, was denn? Über diese Heten. Ja, die Abkürzung für Detective ist Dete. Und da musste ich an Hete denken. Ja, ich auch. Automatisch. Hete. Ja, Hete. Das. Wie die das so sagen? Ach, Hete. Ja. Du Hete. Hete. Hetero. Hetero. Ja, und der ich andere ist halt... Jemand? Und Dete ist halt das Detero, oder wie? Oh mein Gott, Detero. Da hat jemand an. Pascal ist schon gut. Kevin, hast du auf mich geschossen? Nein, ich habe auf das Fass da geschossen. Andi ist es, der ist kein Detective. Du bist ein Fass, bist du. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Der Andi ist es, der ist kein Detective. Der ist Traitor. Der ist Traitor. Ja, auf jeden Fall. Ich sag es. Hier oben. Ich sag es. Einfach nur so. Auf einem, ja, aber dann immer. Oh, Entschuldigung. Sabu, runter da. Nein! Dann eben, du darfst auch immer oben sein. Jetzt will ich auch mal oben sein. Sabu, runter da. Nee. Pascal, bedrohst du Sabrina? Ja. Ohne Grund vor allen Dingen. Ich darf auch hier draufstehen. Nee. Ach, bist du nicht der Höchste hier? Fühlst du dich jetzt, als wärst du nicht das Alpha-Tier? Genau. Mach mit deiner Kacke los! Ich bin deiner Kacke! Ich werf mit Kacke, wenn es sein muss. Ich nicht. Die nehme ich doch nicht in der Hand. Morgen. Ja, du nicht, aber ich. Ich schleuder die Kacke, ich mach die auf ein Kehrblech. Ich versuche jetzt dahin zu gehen, wo ich eben hin wollte. Okay. Oh, da kann man hoch. Oh, ja, das leider. Yay! Du läufst mit daher, du willst dich rächen. Ja, ja. Jetzt muss der Zug fahren, das wäre viel cooler.
Oh, oh, da ist ein Papierflugzeug! Wo? 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 Oh, oh, ja, natürlich! Lauf weiter! Ja! Aber den weg. Ali, was wurde? Holy shit, Alter! Ja, was wurde? Ich lief die ganze Zeit rückwärts hinter dir, das war wundervoll! Ja, weißt du, ich hab dich gesehen. Das kann man gar nicht abschießen, das ist eine Lüge gewesen! Mano! Das können wir nicht abschießen. Nein. Nein. Irgendwie nicht. Ich hab's schon ein paar Mal getroffen. Ich schmier's es an jemandem ab. Hier. Mist. Da hast du Glück, Sabrina. Ne, Andi. Ich wollte schon gerade sagen. Moment mal, das ist nicht beim dem Andi hinterhergeflogen. Ich glaube, der hat geschmiert. Man kann es aber an Traitern abschmieren. Ja. Eigentlich. Aber ich verdächtige auch fast schon den Andi. Ja, der ist richtig verdächtig. Das Miet ist, ich kann nicht mal auf eine normale Pistole gehen und irgendwo drauf schießen. Peace. Ohne Gründe auf Andi. Das sieht doch auch lustig aus, Stefan zuzugucken, wie er wegläuft. Irgendwer ist gerade gestorben. Ich hab's abgespielt. Oh nein, Alex, ich hab's an dich abgespielt. Ich will nicht sagen, damit macht der Stefan sich eindeutig verdächtig. Ich bin innocent, das wurde mir hinterher geschleudert. Ich war's nicht. Ich hab's nur abgeschmiert. Ich bin innocent. Das war gemein, aber ich hab's nicht gesehen. Wer es war? Nein. Ja, der Peter, der ist immer am Lecken. Der ist gleich tot. Der ist schnell erledigt. Hey, jemand hat ihn fast neben mir. Ich glaube, ich würde fast sagen, es war der Stefan. Weil der Stefan ist nämlich genau drauf zugerannt. Nein, ich bin nicht. Ich habe aber nicht geschossen. Du hast geschossen. Ich habe 8. Ich habe eine Schrotflinte mit 24 Schuss in der Reserve und 8 Schuss im Magazin. Das heißt, ich habe noch volle Muni. Ansonsten steht Sabrina da hinten immer noch relativ dumm rum. Ja, ich beobachte. Weil ich habe schon eine Waffe. Ja, aber er musste halt freies Schussfeld genau hier drauf gehabt haben. Und das hatte nur Stefan, als er hier reinkam. Ja, ich war's aber nicht. Und Sabi. Hallo. Hallo. Ich war's. Ist das da oben? Was ist das denn da? An mir wurde da oben eine Waffe getestet. Sabine, du musst gerade für mich was machen, weil was? Töte mal bitte für mich den Stefan. Hä? Ich kann das ja nicht. Einfach, ich wehr mich, Pascal, ich wehr mich. Einfach, wenn ich dich sehe, wehr ich mich. Wenn du mich siehst, wehrst du dich? Ja. Okay. Boah, der schießt auf mich. Ja, du hast auf mich geschossen. Hab ich. Okay, anscheinend ist Stefan innocent. Dann muss es Sabu sein. Muss es Sabu sein. Ja, Sabu ist es. Nein, ich bin es nicht, aber du... Du hast auf mich geschossen. Hä? Also Pascal und Andi, ja? Peter? Was? Peter? Unfassbar, Leute. Unfassbar. Also wenn ich nicht der beste Traitor der Welt bin, weiß ich auch nicht. Peter, Alter. Ja, scheiße. Also hatte ich recht mit dir, Andi? Bald. Aua. Och, echt jetzt? Komm schon. Das ist nicht cool. Ich hab meine Katze! Alter, ey, du hast dich von dem verarschen lassen. Alter, Pascal, das ist ein richtiges Armutszeugnis. Der Peter sagt, töte mal bitte für mich den Stefan und dann macht er das auch noch. Alter, bist du... Dann denkt der Peter sich auch noch, er ist der beste Traitor, dabei ist der Pascal einfach nur eine einfache Seele. Ja! Aber schließ mal bitte die Lobby und lass den Peter mal eine Lobby. Ich hab dir ein bisschen geholfen. Und man sagt nicht von sich selbst, dass er der beste Traitor ist. Vor allem, ich fand's halt aber einfach. Ich bin der beste Traitor. Ich fand's aber einfach nur witzig, wie Pascal dann automatisch zu dem Sprung kam, so als er dann Stefan getötet hat, so, ja, war's nicht. Also Sabrina ist das so. Und nur weil der Peter auch auf mich geschossen. Nur weil der Peter Lex hat, heißt das doch nicht, dass er kein Traitor ist. Weil ich vorher gesagt habe, natürlich schieße ich auf dich. Sabu oder Stefan, einer von beiden, auf mich geschossen haben müssen. Du hast selber auf dich geschossen. Der Peter stand halt neben Fässern, und wieso sollte der Peter selbst auf die Fässer schießen? Der doof ist und Lex hat. Nein, ich kann nicht schießen. Ich konnte nur Magnetostick halten. Sonst konnte ich nichts machen. Und dann war für mich halt total unlogisch, dass der Peter Traitor ist, weil wieso sollte der sich selbst killen? Alter, ich konnte auch nichts machen.
Ich hatte einen Talos-Snap gekauft, aber ich konnte ihn nicht einsetzen. So, aber beenden mal die Folge und dann gucken wir das nächste Mal, ob der Peter mal hosten kann. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.